Hallo Elektronikfreunde, willkommen nun zum vierten Teil zum Thema vom Stromlaufplan zum PCB-Design. In diesem Teil geht es darum, dass ich hier für diese Schaltung ein komplett neues Design erstellen will. Und zwar was etwas von kompakter ist als diese erste Version. Vom Stromlaufplan her ist alles geblieben, allerdings habe ich jetzt hier auf der Seite die beiden Elkos. Also, ich habe aus 4 Elkos 2 Elkos gemacht mit jeweils 2200 μF. Und vom Design habe ich mal eine Skizze gemacht, wie ich mir das jetzt vorstelle. Soll es also etwas kompakter aussehen? Also eine Leiterplatte, die irgendwie 80 mal 100 in etwa ist. In der Mitte ein großer Kühlkörper. Oben hier den Wechselspannungsanschluss mit dem Brückengleichrichter. Unten die beiden Potis, Ausgang, Gleichspannung. Und hier am Kühlkörper noch angeschraubt die Leistungstransistoren. Ich habe dazu schon mal in KiCad hier den 3D-Viewer aufgerufen und habe die entsprechenden speziellen Bauteile vorplatziert. Das wäre jetzt also so, dass das meinetwegen Vorgaben sind. Es ist alles, wie gesagt, nur exemplarisch. Also ich werde diese Leiterplatte also nicht fertigen lassen oder so, sondern es geht einfach nur um zu zeigen, aha, jetzt gibt es ein neues Design. Und der PCB-Layouter, der soll also jetzt hier ein neues Layout kreieren. Und das sind also die Vorgaben. Und ja, was ist noch eine Vorgabe? Die nächste Vorgabe ist, dass ich praktisch alle, also nicht alle, aber fast alle Bauteile in SMD ausführen möchte. Man sieht im Moment keine Bauteile hier, weil ich noch keine dort platziert habe, beziehungsweise noch nicht reingeladen habe. Und das wäre also jetzt der nächste Punkt, dass ich hier mal im PCB-Editor die Bauteile mir alle mal reinlade. Bevor ich das mache, hier nochmal ganz kurz, ja, die Abmessung, so wie es sein soll, eben ungefähr 80 mal 90 ist es jetzt hier. Bohrungen in den Ecken, hier die beiden Potis, die Schraubklemmen. Und jetzt werde ich Folgendes machen, die neue Netzliste mal reinladen und dann wird man sehen, was da für Bauteile jetzt erscheinen. Man sieht also hier jetzt die Bauteile auf der linken Seite. Ich zoome da mal kurz rein. Das sind jetzt also hier die Bauteile. Man sieht, ich habe einige gelassen. Natürlich den Brückengleichrichter, die Leistungstransistoren, die Elkos und auch hier diesen Strommesswiderstand. Den habe ich gelassen. Auch den Ausgangselko habe ich in seiner Bauform gelassen. Allerdings sind die anderen Bauteile jetzt SMD-Bauteile. Und auf das Thema SMD möchte ich natürlich dann auch speziell eingehen. Bei der Platzierung jetzt der Bauteile fange ich erstmal mit den bedrahteten Bauteilen an, die eigentlich fest am Kühlkörper sind. Das sind ja drei Bauteile. Einmal der Brückengleichrichter, den bewege ich also dann hier in diese Ecke, da wo er hingehört, nämlich zur Eingangsschraubklemme. Was da auch noch dazu gehört, sind ja die beiden großen Elkos. Die bewege ich also auch dahin. So. Und ist eigentlich das gleiche Schema wie in der ersten Version, dass man die Bauteile, die zusammengehören, erstmal dort grob hinplatziert. Die Feinarbeit kommt natürlich nach und nach. Als nächstes platziere ich hier den Leistungstransistor, diesen TIP 3055. Der ist ja auch am Ausgang hier dran und am Kühlkörper. Dann kommt der nächste, dieser andere Transistor noch. Das sind eigentlich die Bauteile, die, also speziell die am Kühlkörper hängen, die sehr fix dort platziert werden müssen. Man sieht hier oben, wird es vielleicht ein bisschen beengt. Ich gehe da mal etwas näher rein, sodass ich dann natürlich hier auch den Kühlkörper nochmal nach unten verschieben werde, ein Stück. Ich denke mal, dass ich den Brückengleichrichter hier unter die Schraubklemme irgendwie setze, sodass ich hier ein bisschen mehr Platz habe für die Elkos. Zumal es auch ganz wichtig ist, generell, dass Elkos nicht zu dicht an Kühlkörpern oder an Wärmequellen platziert werden. Zum Verschieben des Kühlkörpers habe ich jetzt hier das Grid von 1 mm eingestellt, was eigentlich ganz gut ist, denn wir haben ja eine Abmessung von 80 mal 90. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz locker im Prinzip, hoch, das war jetzt falsch, da muss ich nochmal zurück, hier das Verschieben nach unten. Irgendwie so ein Stück. Und dann nehme ich hier den Brückengleichrichter. Wird es vielleicht etwas gequetscht? Da muss ich mir nochmal überlegen, ob ich denn nochmal den Schraub, die Schraubklemme ein bisschen. Nee, lasse ich erstmal so. Also ich mache mal hier ein bisschen Abstand. Und dann werde ich den Kühlkörper nochmal ein bisschen nach unten ziehen.
wie gesagt, es ist wie bei dem zweiten Video, da geht es ja um das PCB-Design mit bedrahteten Bauteilen, dass man erstmal so grob vorplatziert und jetzt sieht man, ich habe ein bisschen mehr Platz für die Elkos. Die werde ich jetzt auch hier so platzieren, allerdings auch drehen. So. Und hier in etwa auch nicht zu dicht am Kühlkörper oder gar dran. Das sollte man in keinem Fall machen. Könnt ihr jetzt darüber streiten, ob es nicht doch schon zu dicht ist, wenn jetzt der Kühlkörper doch sehr warm wird. Müsste man mal gucken. So wäre das also die obere Seite. Und jetzt mache ich das gleiche hier unten nochmal, weil da ist natürlich eine Überlappung. Da ziehe ich jetzt erstmal hier den ersten Transistor runter. Das Raster ist im Moment etwas grob, wie man sieht. Ich würde also gleich nochmal das ändern und auf 0,5 meinetwegen oder 0,25. Das ist eigentlich, denke ich mal, ganz okay so. Bei den Bauteilen, die jetzt an den Kühlkörper kommen, darf man ja nicht vergessen, beim Einlöten hat man ja doch noch ein bisschen Spiel. Also es macht nichts, wenn jetzt hier ein Abstand noch ist. Das Ding wird ja dann sowieso da angeschraubt. So sieht erstmal diese grobe Platzierung der bedrahteten Bauteile hier aus. Es fehlt noch der Ausgangselko. Den bewege ich natürlich auch hier in Richtung Ausgang. Auch hier nicht zu dicht vielleicht. Da muss man mal gucken, wie man das nochmal verschiebt. Wenn man jetzt sagt, na, das ist eigentlich zu dicht hier am Transistor, dann muss ich eben die Transistoren nochmal verschieben. Also auch hier, wie im Video über die normale bedrahtete Platzierung, ganz flexibel hier anfangen und dann einfach schon so vorbestücken, so ist jetzt richtig, also vorplatzieren, dass es einigermaßen vernünftig ist schon. Und wie gesagt, es hat der Hinweis nichts damit zu tun, dass jetzt das die endgültige Position der Bauteile ist, also dieser bedrahteten Bauteile. Sondern man kann oder sollte auch zwischendurch nochmal gucken, ob man doch vielleicht das nochmal verschiebt, wenn da jetzt kein Platz für das Routing ist oder so. Als nächstes gibt es hier eine kleine Besonderheit. Ich habe ja im Stromlaufplan drei Leuchtdioden verbaut. Hier am Ausgang, dann die Leuchtdiode für die Strombegrenzung und die Leuchtdiode für die Spannungsversorgung an sich. Und diese Leuchtdioden, das sind diese Bauteile hier. Bewegt es mal hier raus. Und zwar sind das spezielle Leuchtdioden, wenn man so will. Denn man sieht hier, die haben Bohrungen da zwischen den Pads und leuchten durch die Leiterplatte durch. Das heißt, wenn ich die jetzt auf der Oberseite, und da liegen sie im Moment, wenn ich die jetzt also hier so auf der Oberseite irgendwo platzieren würde, dann würden die zur Rückseite leuchten. Das ist natürlich jetzt nicht Sinn der Sache, sondern man muss dann die auf die Unterseite legen, auf den Bottom Layer. Und das sollte man bei so einer Konstellation auch immer bedenken, auf welche Lage jetzt nun die SMDs kommen, auf der Top-Lage oder Bottom-Lage. Wenn man jetzt so eine Mischbestückung hat mit bedrahteten und SMD-Bauteilen, dann bietet sich das an oder ja, bietet sich das einfach eigentlich an, dass die bedrahteten eben auf der oberen Seite liegen und alle SMDs auf der unteren Seite, weil es dann später weniger Arbeitsaufwand ist, um die Platine nachher zu bestücken und zu löten. Das heißt, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt hier nochmal die hier rüberziehen. Hier sind auch noch bedrahtete Bauteile. Das ist ja einmal dieser eine Widerstand, dieser 1 Watt Widerstand und der Strommesswiderstand, den platziere ich auch nochmal hier irgendwo hin. Der muss also hier irgendwo in die Ecke. Ich lasse den erstmal hier liegen. Aber was ich machen werde, ist, ich werde erstmal alle SMD-Bauteile auf die Unterseite platzieren. Das heißt, ich markiere alle, drücke F und dann sieht man, die sind jetzt auf der Unterseite. Auch hier im Vorfeld einfach mal als Tipp, einfach nochmal in die 3D-Grafik gucken. Dann sieht man, wo jetzt die Bauteile liegen. Die hängen natürlich alle noch in der Luft, aber man sieht eben hier, die SMDs sind jetzt auf der Rückseite und dass man immer genau weiß, ja, wo sind die und ja, wie sehen die letztendlich aus und passt es nachher vom Platz. Also es ist immer empfehlenswert, diesen 3D-Viewer hier zu verwenden. Die nächste grobe Platzierung
betrifft hier die Leuchtdioden. Ich hatte ja in meiner Skizze, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, hier sollen die Leuchtdioden liegen, also zwischen den beiden Potis. Welchen Abständen und so weiter, das habe ich nicht dazu geschrieben, aber die sollen da irgendwo liegen. Das heißt, als erstes werde ich mal dort die Leuchtdioden hinbewegen und dann schauen wir mal hier weiter. Ich zoome da mal rein in das Feld. Also da sollen die irgendwie liegen. Möglichst sinnvoll. Ich habe das so gedacht, dass man links die Leuchtdiode nimmt für die Spannungsversorgung, in der Mitte dann für die Strombegrenzung und rechts die Leuchtdiode für den Ausgang. Das heißt, ich muss jetzt in den Stromlaufplan gucken, welche von den Leuchtdioden ist das dann jeweils. Und ich fange mal mit der Leuchtdiode an für die Spannungsversorgung. Also die Leuchtdiode für die Spannungsversorgung ist D2, ist also diese hier. Und ich kann jetzt hier bewegen und ob man, wenn, also so platziert, wird ein bisschen knapp bei drei Leuchtdioden. Das heißt, ich werde die erstmal hochkant stellen. Dann haben wir als nächstes die Diode für die Strombegrenzung, das ist D4, ist also die hier. Und auch hier ebenfalls rotieren und ich bewege es also hier nach in diese Position. Und hier ist dann die Ausgangsleuchtdiode D7, die platziere ich hier. Und um das jetzt noch, sage ich mal, ein bisschen schön zu machen, werde ich das alles so platzieren, dass es also mittig ist. Ich habe ja hier ein Maß von 80. Ich habe ein Raster von 0,25. Ich jetzt mal auf 1 gehe und hier den Nullpunkt setze, dann müsste also hier irgendwo die 40 sein. Also wandert diese Leuchtdiode hier noch ein Stück nach links. Das war die falsche, die hier. Noch einmal nach links, dann ist sie bei 40 genau. Von der Kante her nehme ich mal ein bisschen Abstand, also ein bisschen größeren Abstand. Und jetzt kann man das hier so machen, dass es meinetwegen auch gleichmäßig nach links und rechts verteilt ist. So in etwa. Wir sind jetzt hier bei 34. Und hier müssten wir dann also ja, 46 haben. Dann sind wir, dann sieht das ganz schön aus. Das sind ja die drei Leuchtdioden, die, wie gesagt, da platziert werden sollen. Zu den Leuchtdioden gehört ja jeweils ein Vorwiderstand. Die werde ich gleich auch dahin platzieren. Und zwar ist es für die D2 der R1. Also nehme ich R1. Der R1 gehört dazu. Also packe ich den dort erstmal in die Nähe von dieser Leuchtdiode. Der nächste Vorwiderstand ist der R5. Der gehört also zu dieser Leuchtdiode. Und der dritte ist dann der R15. Also alles so wie gehabt bei dem Teil um die bedrahteten Bauteile, wie man die platziert. Gucken, welche Bauteile gehören zusammen, diese erstmal zusammenfügen und dann wird man sehen später, dass das Routing doch relativ gut machbar ist. Als nächstes werde ich wiederum die Bauteile zusammen hier platzieren, die zusammen gehören. Und da gehe ich nochmal ganz kurz in den Stromlaufplan. Wie gesagt, der Stromlaufplan kann ich immer wieder empfehlen, ausdrucken und reingucken. Nicht liegen lassen, nicht irgendwas damit machen, sondern einfach ausdrucken, reinschauen. Und ich fange hier wieder mit der Sache an. Q1, Q2, R2 und R3, diese gehören zusammen. Also platziere ich die dort erstmal so als Block zusammen hier im PCB-Editor. Also T gedrückt, dann haben wir Q1. Wir haben Q2. Dann haben wir R2. Und dann R3. Man sieht, ich platziere das auch erstmal R3. Platziere das außerhalb erstmal, das spielt erstmal keine Rolle, sondern man weiß, diese gehören zusammen. Ich schiebe sie dann gesammelt sozusagen nachher hier in die Leiterplattenkontur rein. Aber so kann man das erstmal machen. Wir haben bei den Ausgangstransistoren ein paar Widerstände. Das ist, ich gehe nochmal hier kurz zurück. Hier R9, R10, R11. Die kommen also dann irgendwie in die Nähe der Transistoren hier.
hier irgendwo hin. Also gehe ich da schon mal rein, drücke auch nochmal T. Das ist also R9. Dann haben wir R10 und TR11. Am Ausgang sitzt C5, der liegt ja schon hier. Und die Diode D6. Die ist also jetzt hier. Und was da noch ist, ist die Diode D5. Die liegt zwischen Ausgang der Spannungsversorgung. Man sieht, ich platziere das auch so in etwa, wie es hier auch im Stromlaufplan zu sehen ist. Hier, also R6, D6 und D5, die liegen da irgendwie zusammen. Und jetzt geht es weiter hier mit R12 und R13. R12 hängt ja am Ausgang und R13 geht an Ground. Und so werde ich also den R12 dort mal Richtung Ausgang bewegen. Also R12. Also auch hier irgendwo und R13. Und man sollte sich bei dieser Sache, wo man das jetzt so grob, sag ich mal, hinschiebt, die Bauteile, ist ja eigentlich noch gar keine richtige Platzierung, über das Grid erstmal keinen Gedanken machen. Ich habe jetzt 1 mm, ist natürlich nachher viel zu grob. Es geht nur darum, dass man, wie gesagt, die hier dahin platziert, wo sie dann später auch in etwa hingehören und wahrscheinlich auch liegen werden. Die nächste Platzierung oder Verschiebung betrifft diese 5 Bauteile, nämlich Q3, Q4 und diese 3 Widerstände. Die gehören irgendwie zusammen und gehen auch an den Operationsverstärker, wie man sieht. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit oder kann man sich überlegen, okay, nimmt man erstmal den Operationsverstärker hier und schiebt den irgendwie hierhin oder wo auch immer. Oder nimmt diese 5 Bauteile, ich nehme einfach mal diese 5 Bauteile. Das heißt, ich werde jetzt hier wiederum ein bisschen mehr reinzoomen und die hier auch schon mal reinplatzieren. Das wäre also Q3. Dann haben wir Q4. Dann haben wir R6. R7. Und auch R8. Und jetzt kann ich sagen, na gut, jetzt sind diese Bauteile, die an den OPV gehen, Operationsverstärker, dann bewege ich also auch den U1 dahin. Das ist ja dann so, dass das, wie gesagt, da irgendwie dranhängt. Und nun werde ich die restlichen Bauteile, es sind gar nicht mehr so viele, platzieren. Das ist einmal die Z-Diode D3. Die gehört, zeige ich gleich nochmal, auch zum, ja, die an einem Poti hängt die hier dran. Und auch am Operationsverstärker. Und dann haben wir noch den R4. Der hängt auch zwischen einem Poti und dem Operationsverstärker so ein bisschen. Und ja, dann sind wir schon fast am Ende. Jetzt überlege ich gerade, was fehlt denn da noch? Achso, sind die 4 Bauteile da oben. Die werde ich jetzt mal auch hier dort rein bewegen. Weil die natürlich auch zur Schaltung natürlich gehören, ganz klar. Dort auch in die Platine rein müssen. Also ist das jetzt erstmal so relativ grob in Blöcken sozusagen geschoben und jetzt muss man sich so ein bisschen natürlich um die ersten Feinheiten kümmern. Die erste Sache, um die ich mich mal kümmern möchte, ist hier oben. Und zwar gehe ich mal da ein bisschen näher rein. Man sieht ja hier den Wechselspannungseingang. Man sieht jetzt hier schon diese plus 12 Volt, die gehen hier von links rüber auf die rechte Seite. Und diese 12 Volt gehen ja nachher in die Schaltung rein. Jetzt ist die Frage, ob man nicht diesen Brückengleichrichter dreht. Ich drehe den mal. Bewegen hier rüber. Das Raster werde ich jetzt doch mal etwas kleiner machen. Das ist einfach zu grob. Mach mal ruhig 0,1. Das spielt jetzt keine Rolle. So. Was man jetzt aber sieht, ist, dass die bei der Schraubklemme es eine Überkreuzung gibt. Das wäre hier eigentlich gar nicht schlimm, weil man könnte jetzt sagen, okay, den einen Anschluss, den legt man auf den Top-Layer, den anderen auf den Bottom-Layer. Kann man machen.
Ich bin da nicht so ein Freund von, sondern jetzt kann man ja überlegen, okay, wenn es ein Wechselspannungseingang ist, dann ist ja die Polarität egal. Also vertauscht man einfach die Pins im Stromlaufplan, so wie ich das ja auch schon bei dem anderen Design gemacht habe. Das heißt, ich werde jetzt dieses Bauteil hier einfach, da werde ich die Pins vertauschen. So, die Pins sind vertauscht. Ich muss eine neue Netzliste generieren und ich muss dann diese Netzliste natürlich wieder reinladen. Entsprechend. Jetzt sieht man, sind die in die geradlinig rein und die 12 Volt gehen hier direkt zu den Elkos auf. Sowas sollte man im Vorfeld, bevor man überhaupt anfängt zu routen, auch schon mal achten, ob man solche Sachen nicht irgendwie vereinfachen kann. Der Ground-Anschluss ist in dem Fall hier erstmal nicht relevant, weil wir sowieso auf beiden Layern Top und Bottom eine Ground-Fläche erzeugen. Also insofern ist es erstmal nicht relevant, aber hier diese solche Spannungsversorgungsanschlüsse sind natürlich relevant. So, und jetzt geht es hier unten weiter mit der weiteren Verfeinerung der Platzierung. Dazu möchte ich auch natürlich schon mal vorab Hinweise geben. Man sieht hier, wenn man jetzt sich die Verbindungsstrukturen anschaut, doch sehr, sehr viele Überkreuzungen, ne? Und das heißt, das ist hier alles noch nicht wirklich gut. Jetzt könnte man anfangen, und das sollte man auch immer wieder mal tun, mal hier so ein Bauteil bewegen. Man sieht, jetzt ist schon etwas besser. Ich habe jetzt einfach nur das IC mal um 90 Grad gedreht. Sieht schon besser aus. Und so sollte man es überall mal probieren, an den bestimmten Stellen, und zwar da, wo diese Bauteile zusammengehören. Also hier natürlich auch. Und hier bei den Leuchtdioden sieht man es eigentlich noch am stärksten. Und da komme ich auch auf eine andere Sache nochmal zu sprechen, was bei den Leuchtdioden noch gemacht werden könnte. Man sieht ja jetzt hier den Vorwiderstand für die Leuchtdiode. Dieser Anschluss geht hier runter. Das ist natürlich jetzt völlig ungünstig. Jetzt könnte man natürlich Folgendes machen. Man nimmt entweder den Widerstand, bewegt den hier rüber. So zum Beispiel. Oder man dreht die Leuchtdiode. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wo die angeschlossen wird. Die Anschlüsse sind ja an 12 Volt hier in dem Fall und die gehen da alle nach oben. Also es wäre schon gut, wenn jetzt die Widerstände vielleicht doch nach oben weggehen. Unabhängig davon ist es vielleicht schon jetzt aufgefallen, dass bestimmte Sachen, wenn man das jetzt so schon grob platziert, etwas nervig sind. Also von der Ansicht. Deswegen hier nochmal der Hinweis, genau die Layer auszuschalten, die man im Moment nicht braucht. Also welche brauchen wir nicht? Wir brauchen im Moment nicht die Bauteile Umrandung, also die Platziergeschichten. Wir brauchen natürlich Edge Cuts, wir brauchen aber nicht die Bemaßung. Wir brauchen eigentlich auch nicht den Silkscreen, weder oben noch unten, sondern wir brauchen eigentlich im Moment nur diese Ansicht und können jetzt besser sehen, wo die Leitungen, diese Gummibänder hinführen. Ich werde jetzt also hier in dem Fall, was die Leuchtdioden betrifft, das so machen, dass die Widerstände nach oben weggehen, weil es aus meiner Sicht einfach sinnvoller erscheint. Hier auch nochmal der Hinweis, es kann sein, dass es nicht so eine gute Idee ist, aber ich mache es einfach erstmal. Also das ist auch, wie gesagt, der Punkt, hatte ich ja in dem zweiten Video auch schon gesagt, einfach mal probieren, ob das so besser ist und wenn nicht, dann auch wieder ändern. Also ich bewege die jetzt einfach mal hier, die Widerstände. Jetzt sieht man auch schon das nächste, was man unbedingt machen muss. Das sieht man hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier bewege, ne, der Widerstand, da ist die Verbindung nach unten zur Leuchtdiode, ist natürlich ungünstig. Das heißt, ich muss die Leuchtdiode dann drehen. Also ich setze hier den Widerstand so rein, gehe hier auf die Leuchtdiode und sage Rotate. Sieht man, die Verbindung ist sehr kurz. Hier ist es schon sehr kurz, hier muss er auch gedreht werden. Also mit R drehen und so hat man hier kurze Verbindungen. Eine weitere Sache, die jetzt bei den Leuchtdioden auffällt, ist, wenn man sich jetzt mal die Anschlussbelegung anschaut. Diese erste Leuchtdiode hängt ja zwischen 12 Volt über dem Vorwiderstand an Ground. Die zweite Leuchtdiode hängt am Signal und geht über den Vorwiderstand an 12 Volt. Das sieht man hier auch deutlich, dass diese 12 Volt hier runtergehen. Jetzt wäre es ja eigentlich besser, wenn diese 12 Volt hier nicht schräg rüber gehen würden, sondern zur Leuchtdiode und dann über den Widerstand an das Signal.
Elektrotechnisch gesehen ist es ja egal, es ist ja eine Reihenschaltung, ich will da mal reingehen hier. Also ich meine jetzt im Prinzip hier diese Situation, also mit R5 und D4. Man sieht jetzt hier bei D2, da geht die Leuchtdiode ja direkt an 12 Volt. Hier geht die Leuchtdiode nicht direkt an 12 Volt, sondern über den Widerstand. Aber ich könnte ja jetzt Folgendes machen, ich werde einfach die beiden Bauteile tauschen. Und dann habe ich die gleiche Situation wie hier, sodass nachher das beim Routen einfacher wird. Auch diese Überlegung muss man immer wieder tun, wenn also Reihenschaltungen sind. Also hier drüben bei der Leuchtdiode kann man es probieren, ob es denn besser ist, weiß ich nicht. Aber wenn Reihenschaltungen sind oder andere Sachen, wo man was tauscht, ohne elektrotechnisch das zu ändern, dann sollte man es einfach mal tun. Und das werde ich hier auch machen. Ich werde jetzt also hier mal den Widerstand rausnehmen. Die Leuchtdiode rausnehmen, tauschen und hier auch dann wieder einsetzen. Da stimmt der Abstand nicht. So, ich habe jetzt Widerstand und Leuchtdiode getauscht, genau wie hier auf der Seite. Wenn ich jetzt nochmal die Netzliste erzeuge und dann wieder reinlade aktuell, dann wird man sehen, dass es dann doch etwas einfacher vielleicht ist, beziehungsweise. Ja, einfacher vom Routing her. Also man merke sich jetzt hier mal die 12 Volt. Wenn ich jetzt ein Update mache, sieht man, 12 Volt hängt jetzt da an der Leuchtdiode. Ich muss die hier nur noch drehen. Also markieren und drehen. Und man sieht, ich habe hier eine viel einfachere Verbindung. Ich habe eine viel einfachere Verbindung zu den Widerständen. Der Widerstand hier übrigens muss auch nochmal gedreht werden. Das sieht man dann, wenn es hier durchgeht. Also so habe ich eine sehr, sehr viel einfachere Verbindung als vorher. Als nächstes werde ich mich mal um die Position hier vom Operationsverstärker und der dazugehörigen Bauteile kümmern. Und zwar mache ich mal Folgendes. Ich habe ja den Operationsverstärker schon um 90 Grad gedreht. Ich drehe ihn nochmal um 90 Grad. Jetzt könnte man fast denken, das wäre sogar noch einfacher. Also es gibt irgendwie weniger Überlappung. Ich drehe ihn nochmal. Ja, da ist hier oben schon wieder so ein Knäuel. So war es ja zu Anfang. Da sind hier sehr viele Überlappungen und Kreuzungen. Das war der zweite Versuch. Dritter Versuch. Ja, ich würde fast tendieren zu dieser Position erstmal grob. Es kann aber wie gesagt sein, dass man es dann doch nochmal ändert. Ich lasse es erstmal so. Also man sollte dann auch in solch einem Fall wirklich mal alle Möglichkeiten hier ausprobieren. Man könnte jetzt sagen, okay, man verschiebt den nochmal hier irgendwo in eine andere Position, hierhin meinetwegen. Ich hatte mich jetzt aber entschlossen, so ein bisschen hier schon auf dieser Seite zu lassen, weil nachher ja doch relativ lange Leitungen hier durchgehen und wenn da der Operationsverstärker liegt, ist der vielleicht doch ein bisschen im Weg. Das sind so meine Gedanken, die ich jetzt habe. Es kann sein, dass natürlich andere Gedanken haben. Aber so gehe ich da im Prinzip vor. Und jetzt sieht man hier schon in diesem Bereich. Wenn man jetzt hier die Transistoren sich anschaut und die Widerstände, dass also dieser Widerstand, der kann auf jeden Fall gedreht werden und ein bisschen bewegt werden. Muss mal gucken, wo der dran hängt. Der hängt da oben dran und an dem unteren Widerstand. Der hängt an Ground, der Widerstand. Und so kann man dann mal schrittweise gucken, wie das vielleicht am besten doch wäre, beziehungsweise ja, wo man sagt, Mensch, das sind wirklich kurze, hier zum Beispiel, das wäre besser, ne? Die sind von da und von da nach da, das sind also geradlinigere Verbindungen, wäre also vielleicht besser. Und bei dem wäre es vielleicht schon sogar so besser. Ja, sieht schon so ganz gut aus an sich. Also diese Überlegungen sollte man immer wieder haben. Verschieben, drehen, gucken und wenn was irgendwie doch nicht so ist, dann auch wieder zurückändern. Also wenn man merkt, es klappt jetzt doch nicht, dann nochmal zurück. Und dieser Prozess, wie gesagt, das dauert so seine Zeit. Und aber so mit der Vorplatzierung kommt man dann auch später beim Routen ganz gut zurecht. Das gleiche gilt ja hier für die JFETs und die beiden Widerstände, die gehören ja eigentlich vorne an den Operationsverstärker. Da werde ich einfach mal hier auch das Bauteil in die Hand nehmen. Nochmal gucken, wo hängt der dran? Da am Operationsverstärker. Der Widerstand, der ist da vorne dran, so.
Der hier, wo geht der lang? Man sieht auch, er versucht ja schon dann gleichzeitig die kurzen Verbindungen zu realisieren. Weiß jetzt nicht. So ist eher ungünstig, so ist vielleicht etwas besser. Und der hier geht daran und an den, machen wir den mal hier rüber. Nicht, so hat man vielleicht doch eine etwas einfachere Konstellation. Man hat zwar hier noch eine Überkreuzung, aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. So in diesem Verfahren kann man das schon ganz gut vorplatzieren. Wichtig dabei ist dann jetzt schon auf das Raster so ein bisschen zu achten. Also 0,1 ist schon ganz okay. Muss eigentlich gar nicht feiner sein, aber in keinem Fall gröber, weil man dann wirklich nicht gut schon vorplatzieren kann. Also 0,1 oder 0,127 ist ja manchmal so gängiger Wert, da kann man das Raster so einstellen. So kann man hier auf der anderen Seite es auch machen. Und was man jetzt vielleicht auch sieht schon, wenn ich jetzt also mal hier als Beispiel nehme, hier diese beiden Widerstände, die sind ja da am Ausgang. Ich lege die einfach mal hier dazwischen, so hierhin und den anderen dann hierhin. Wenn ich jetzt hier mal diesen Layer einschalte mit dem Bauteil. Man sieht, die Widerstände liegen ja unter der Schraubklemme, die Diode übrigens auch. Das macht aber nichts, weil die liegen auf der anderen Seite. Nicht? Sollte man sich auch mal im Klaren sein. Hier drehe ich dann die Diode so, dass sie parallel zum Kondensator ist. Ich könnte sie dann auch hier hinschieben. Spielt auch keine Rolle, weil die liegen, wie gesagt, auf der anderen Seite. Und jetzt der schon genannte Tipp: einfach mal reingucken, wie sieht es im 3D-Viewer aus. Der aktualisiert ja dann hier sehr schön. Dann kann man also mal runtergucken, wie das dann aussieht. Also hier so in etwa sieht das jetzt schon aus. Die nächsten Schritte beziehen sich hier auf diese Bauteile, die ich vom Kühlkörper her hier runterziehen werde, auch hier auf der linken Seite. Dann hier mit diesem Strommesswiderstand, der ist von der Bauform her, finde ich, eher ungünstig. Also wenn ich den hier platzieren würde, dann ist der einfach zu dick. Also um diese Dinge muss ich mich jetzt kümmern und ich werde jetzt auf jeden Fall oben und unten die Masseflächen erzeugen. So, ich ziehe jetzt erstmal hier diesen Widerstand nach unten. Und auch die beiden anderen kleinen Widerstände, die gehören ja hier irgendwie zu den beiden Transistoren. Und auch die Diode, die ist hier die Diode, die ja an Plus geht und am Ausgang hängt. Und jetzt gehe ich hier auf die linke Seite und schiebe auch die Sachen hier mal runter. So irgendwie, also ich weiß jetzt noch nicht genau wie genau, aber hier einfach erstmal wegschieben, dass sie nicht mehr unterm Kühlkörper liegen. So, und ja, als nächstes werde ich hier mal gucken, ob ich hier ein anderes Package finde, also eine andere Gehäusebauform. Ich habe jetzt die Bauteile erstmal hier so reingeschoben. Für diesen Strommesswiderstand habe ich ja so ein flaches Bauteil jetzt verwendet und jetzt erzeuge ich die Masseflächen. Und zwar einmal oben und einmal unten. Er fragt ja dann, woran er das knüpfen soll, an welches Netz. Also einmal Ground oben. Also geht man einmal hier rum. Bei der Erzeugung der Massefläche, das hatte ich ja auch schon mal im zweiten Teil gesagt, da kann das Raster relativ grob sein. Also ich habe jetzt 1 mm, das ist vollkommen okay. Jetzt mache ich die Massefläche auf der anderen Seite. Genau das gleiche. Ja, wenn das Raster hier beim Zeichnen zu fein ist, dann kann es durchaus sein, dass man das nicht so gut, so schnell, sage ich mal, hinbekommt. Und aber so ist es erstmal gemacht. Und mit B kann ich jetzt im Prinzip das mal neu berechnen und man sieht dann auch schon ganz interessante Dinge. Dass man zum Beispiel hier bei dem bei dem Transistor hier, da ist ein Anschluss an Ground und man kann dann schon sehen, dass man eigentlich eventuell nochmal hier verschieben kann, weil der Ground wird sowieso angeschlossen. Man muss sich also dann um diese Verbindung erstmal nicht kümmern. Ich zeige nochmal kurz, wie es jetzt im 3D-Viewer aussieht. Wie gesagt, da gehe ich sehr oft rein, um einfach zu gucken, wie ist der Stand der Dinge. So sieht es aus. Also dieser Widerstand hier, der ist in der Realität etwas höher, denke ich mal. Und so sieht es jetzt aus. Und ja, jetzt fange ich sozusagen mit den Feinheiten an.
Das heißt, nochmal gucken, welche Verbindungen sind jetzt vielleicht noch zu verbessern. Dazu werde ich natürlich hier auch das Grid erstmal auch ändern. Auf 0,1 hatte ich das ja gehabt. Wo ist es hier? Hier ist es 0,1, um einfach vernünftig dann zu platzieren. Hier sieht man auch nochmal, hier ist ein bisschen durcheinander. Da werde ich auf jeden Fall was machen. Hier muss ich mal gucken, was da ist. Hier mit dem Widerstand, das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Das werde ich nach und nach dann auch noch ändern. Natürlich auch hier auf der rechten Seite ist hier viel zu dicht und so weiter. Also da sind so Feinheiten jetzt notwendig, an die ich mich ranmachen werde. Ich fange mal hier auf der rechten Seite an. Also das hier ist eigentlich zu dicht, auch vom Lötprozess her eher ungünstig. Diese beiden Widerstände, die jetzt hier sind, diese kleinen, das sind ja die, diese beiden hier, das sind ist, R12 und R13. Die werde ich also nach links verschieben, so wie es hier auch im Stromlaufplan ist. Die Diode werde ich dort dann nach rechts verschieben. Also man sieht, die Vorplatzierung ist eine sehr, sag ich mal, aufwendige Sache vom, von der Zeit her. Man muss also immer wieder gucken. Das dauert eigentlich genauso lange nachher wie ein gutes Routing. Und man sollte sich da auf jeden Fall Zeit lassen, also nicht in Hektik geraten, wenn man sieht, oh, das passt irgendwie nicht, sondern einfach Schritt für Schritt die Sachen verschieben, dann nochmal gucken. Also jetzt ist hier die andere die andere Diode zum Beispiel, die werde ich hier so in etwa lassen. Ja, nochmal B drücken, dann berechnet dann neu. Und hier diese beiden kleinen Widerstände, die gehören ja hier auch irgendwie zum Ausgang. Mal sehen, ob die hier so einigermaßen vernünftig dann liegen. Und ja, wie gesagt, das dauert alles seine Zeit. Man muss immer wieder gucken. Das ist wirklich ganz wichtig. Man muss schauen, wo sind die Verbindungen? Sind die hier relativ kurz? Nochmal ein Hinweis auch, diese, dass es hier Kreuzungen gibt, das kann man nicht vermeiden. Aber es geht darum, diese, die Anzahl der Kreuzungen, sage ich mal, zu minimieren. Das wäre vielleicht so ein Ziel. Vermeiden kann man sie nie. Es geht natürlich nicht. Aber dass man so wenig wie möglich Kreuzungen hat und dass die Leitungslänge auch relativ kurz ist. Und ich meine, wenn ich jetzt hier so eine Verbindung habe von links nach rechts da zum OPV, da wo das hingeht, dann lässt sich das natürlich auch nicht vermeiden. Aber das sind so Sachen, wo man einfach mal überlegen muss. Ich habe jetzt hier zum Beispiel wieder schon mal ein bisschen weggezogen vom Pad. Die SMBs sollten auch nicht zu dicht an den Pads liegen, von den normalen Bauteilen. Und jetzt habe ich ja hier gesagt, dieser Widerstand gefällt mir auch überhaupt nicht. Den werde ich deswegen erstmal ein bisschen wegschieben nochmal, also zurückschieben. Sieht man hier schon, da ist eine Kreuzung drin. Wenn ich jetzt also so das mache, das wäre schon mal besser. Ja, also ich bewege das und gucke, wo sind jetzt die Verbindungen? Da und da. Und dann kann ich wieder sagen, okay, das ist gleichmäßig. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht werde ich auch ganz anders noch legen. Ich muss mal schauen. Ich werde ihn erstmal hier hin platzieren. Darunter ist ja noch ein anderer Widerstand. Da muss ich erstmal gucken hier. Der hängt da auch dran, direkt am Transistor, so wie hier drüben der praktisch. Den werde ich also hier ungefähr hinlegen. Das heißt, den anderen Widerstand hier, den muss ich wieder weiterschieben und so weiter und so weiter. Also wenn man eine Sache verschiebt, kann es sein, dass man drei andere Sachen auch noch verschieben muss, auch vorher. Und dann kommt man aber irgendwann zu einem Punkt, wo man schon eigentlich ein ganz gutes, ja, Ergebnis hat, eine gute Platzierung. Und wenn das der Fall ist, dann kann man hier auch anfangen zu routen. So sieht es jetzt im Moment aus. Also hier auf der linken Seite habe ich nochmal ein bisschen verschoben, dass die Transistoren, so wie im Stromlaufplan, auch oben liegen, also die JFETs. Dann habe ich hier drunter diese Widerstände. Hier ist diese Z-Diode, die da im Stromlaufplan ist, die da zwischen, ja, den Operationsverstärkern da irgendwie liegt und an den Potis auch angeschlossen ist. Dann habe ich hier das mit dem Transistor noch mal ein bisschen bewegt, dass da möglichst kurze Verbindungen entstehen. Und ja, und jetzt ist das Einzige, was hier so ein bisschen stört, finde ich, ist hier dieser Widerstand, der hier zwischen ist. Man darf ja nicht vergessen, man hat zwar beide Lagen, allerdings eigentlich nur auf dem Top-Layer hier durch. Weil hier unten liegen ja die Bauteile schon, die SMB-Bauteile. Das heißt, ich muss hier sehen, dass ich hier irgendwie dann durchkomme. Es gibt ja hier zwei, drei Leitungen, die hier durchgehen. Hier unten die beiden ja übrigens auch. Also da muss man jetzt mal schauen. Ich werde den mal hier nochmal bewegen, irgendwie vielleicht auch nochmal drehen. Vielleicht ist es dann so besser. Eventuell muss ich die Transistoren dann nochmal verschieben.
Also das ist also noch nicht ganz so, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Aber es sieht ist schon mal ein bisschen aufgeräumter. Es kann durchaus sein, dass ich jetzt eben noch mal komplett alles hier nach links schiebe und hier ein bisschen nach rechts die Transistoren oder wie auch immer. Und dann kommt es auch ganz gut hin. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal hier die alle markieren, die da drin sind. Also auch den anderen, der hier mit bei ist. Muss ich mal gucken, wie ich das hier mache. Ich hoffe, jetzt erwischt da den Transistor auch noch. Aber egal, ich bewege das einfach mal hier runter. So, Transistor wieder zurück. Und dann könnte ich den Transistor nochmal nach links ein Stück schieben. So, dass auch hier dieser Widerstand nach links verschoben werden kann. Und auch dieser 1 Watt Widerstand hier in die Mitte kommt. Das hier stört mich so ein bisschen. Das finde ich ein bisschen zu dicht. Jetzt gehe ich gleich nochmal in den 3D-Viewer. Guck, wie das da aussieht. Da sieht es jetzt schon ein bisschen hoch aufgeräumter aus. Ich gehe da mal rein. Ah, jetzt sieht es hier also schon ein bisschen aufgeräumter aus. Die ganze Geschichte. Und das jetzt nochmal dreht. Ja, der Widerstand ist da in der Mitte zwischen den beiden. Gut, das könnte man eigentlich fast so lassen. So, dann geht es jetzt ans Routen. Beim Verlegen der Leiterbahn beginnt man ja normalerweise mit den wichtigen Leitungen und Signalen. Hier gibt es ein wichtiges Signal oder eine wichtige Leitung, das sind diese plus 12 Volt. Also die Spannungsversorgung hier oben, wo ja auch ein höherer Strom fließen kann. Und auch die Ausgangspins hier gekennzeichnet mit U plus und UA minus. Und damit beginne ich. Und zwar route ich hier praktisch von der Rückseite, also starte auf der Rückseite. Warum? Weil auf der Oberseite, wenn man sich jetzt mal das in 3D-Viewer nochmal anschaut, hier der Kühlkörper liegt. Der liegt ja hier drüber. Und wenn man jetzt hier nochmal umdreht, dann wird man sehen, dass ja hier der positive Anschluss, also das sind ja hier die plus 12 Volt, hier irgendwie rüber geht zu den Elkos und dann hier runter in die Schaltung rein. Und das ist also eine Verbindung, die auf der Rückseite gelegt wird, weil auf der anderen Seite der Kühlkörper liegt. Ich würde es also immer so machen, dass ich eigentlich gar keine Leitung direkt unter einem Kühlkörper verlege, auch wenn da der Lötstoffblock ja noch drüber liegt. Eine andere Sache ist noch, warum ist diese Leitung so wichtig? Es fließt ja da ein bisschen höherer Strom eventuell, sodass man dort auch noch was anderes machen kann. Und zwar kann man die Leitung, wie sie jetzt hier liegt, vom Lötstopplack befreien sozusagen. Das heißt, ich lege sie frei vom Lötstopplack. Dazu kann man Folgendes machen. Man geht hier auf den, nicht Silkscreen, sondern die Maske, so Lötstoffmaske, Bottom, und zeichnet hier ein Polygon, hier in dieser Form, so zum Beispiel. So, man sieht, durch die Färbung ist jetzt dort praktisch kein Lötstoffblatt mehr vorhanden, wenn ich jetzt mal in die 3D-Ansicht gehe, dann sieht man das auch ganz gut. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet nachher beim Herstellen der Leiterplatte wird das alles verzinnt, sodass auch der Querschnitt hier von dieser Leitung größer wird und damit auch wirklich sicher ein relativ hoher Strom dann auch fließen kann. Also man hätte ja zwei Möglichkeiten, um sowas zu realisieren. Die erste Möglichkeit wäre, dass man die Leiterbahnbreite noch dicker macht als sie jetzt schon ist. Oder man legt sie frei vom Lötstopp, sodass sie verzinnt wird. Man kann sie auch nochmal nachverzinnen, theoretisch und praktisch, sodass da auf jeden Fall dann auch die Möglichkeit besteht, dort einen hohen Strom fließen zu lassen. Ich werde also diese 12-Volt-Verbindung überall so machen, also breit und auch vom Lötstopplack befreit, damit dann auf jeden Fall sichergestellt ist, dass dort der hohe Strom fließen kann. Man sieht jetzt hier, ich habe das 12-Volt-Signal hier vollflächig sozusagen vom
Bildschirmlack befreit, geroutet natürlich und hier auch. Das ist die Ausgangsspannung plus UA. Hier ist minus UA. Hier ist dieser Strommesswiderstand, sodass hier auf jeden Fall das alles verzinnt wird, sodass der Querschnitt dadurch auch größer wird. Das gleiche mache ich hier oben mit dem Wechselspannungseingang. Den werde ich erstmal routen, auch auf der Unterseite. Und auch mit 1,5 hier in der Breite. Das heißt, ich route hier erstmal. So mache ich das. Und verschiebe das nochmal ein bisschen hier. Mit D kann man das hier verschieben. So. Mal rangehen. Und dann wird es auch hier praktisch nochmal vom Lötstopp hier gleich freigemacht in der Lötstoppmaske hier. So, jetzt kann ich mich praktisch erstmal um die ganz kleinen Verbindungen oder ganz kurzen Verbindungen kümmern. Das werde ich natürlich auch machen. Also hier solche kleinen Verbindungen, die werde ich natürlich nicht mit 1,5 mm routen, sondern mit 0,3. 0,5 ist vielleicht schon ein bisschen viel hier bei diesen kleinen SMD-Bauteilen. Also 0,3. Und jetzt ist es ja so, wenn man anfängt zu routen, sollte man sich bei so einer Konstellation generell mal überlegen, welche Richtung pro Lage sozusagen als Vorzugsrichtung definiert wird. Ich habe dazu mir mal überlegt, dass ich in der horizontalen die Leitung praktisch auf dem Top-Layer verlege und in der vertikalen auf dem Bottom-Layer. Das hat den Grund, ich will das mal kurz zeigen, wenn ich jetzt also hier route auf der Unterseite, ich habe von den Leuchtdioden aus gesehen, dann route ich ja hier rüber und hier auf der anderen Seite auch, sodass ich hier schon mal keine Möglichkeit habe, jetzt hier auf der Unterseite quer rüber zu gehen, also von links nach rechts. Das heißt, alles, was jetzt hier quer rüber geht, wird auf der Oberseite geroutet. Ich werde mal hier die ersten beiden langen Routen hier rüber mal einfach legen, die Leiterbahn. Und man sieht, ich muss jetzt also hier an dem Widerstand auf den anderen Layer, das heißt, ich gebe es dorthin, dann drücke ich hier Pfeiltaste, gehe auf den anderen Layer, lege hier die Durchkontaktierung, die ich ja jetzt brauche, ab und gehe dann auf den anderen Layer und kann also hier dann das so anschließen. Das wäre also das Verfahren mit diesen Durchkontaktierungen. Das gleiche mache ich jetzt mit dieser Verbindung hier. Und man sieht, ich kann einfach hier rüber gehen, hier bis kurz vor das Pad. Kann also dann hier wirklich dann die Durchkontaktierung setzen. Gehe auf den anderen Layer und gehe dann hier praktisch weiter. Und damit ist auch diese Verbindung dann geschaffen. Hier gibt es in der Verbindung so rüber, da kann ich also nicht auf der Unterseite gehen, weil ja hier die Querverbindung schon ist. Das heißt, ich muss erstmal hier auf der Unterseite routen und dann eine Durchkontaktierung setzen. Und ganz wichtig ist, die Durchkontaktierung darf nicht im Pad gesetzt werden, sondern sollte außerhalb gesetzt werden. Denn es gibt sonst beim Löten heftige Probleme, wenn die Durchkontaktierung im Bauteil hier sozusagen wäre. Ich gehe dann auf den nächsten Layer, auf den anderen Layer, auf die Vorderseite und kann dann also hier rüber routen. Jetzt ist zwar hier die Route über dem Bauteil, aber es spielt gar keine Rolle, denn das Bauteil liegt ja auf der anderen Seite. Also man sieht, da darf man sich nicht beeinflussen lassen. Und so in diesem Verfahren kann man dann hier die einzelnen Leiterbahnen legen. Hier auf der linken Seite sind sehr viele kurze Verbindungen, die kann man einfach routen, ist völlig unkritisch. Das mache ich also hier mal schnell. Das ist eigentlich wirklich unproblematisch. Vielleicht ein bisschen Luft lassen zwischen den Bauteilen. Hier kann man auch noch durch. Das ist auch kein Problem. Wir werden dann sehen nachher, was der Design Rule Check sagt. Ob das so okay ist. Hier werde ich mal hier lang gehen. Sodass auch diese Sache eigentlich soweit okay ist. Hier sind auch noch kurze Strecken. Also hier zu dieser Diode, dann zu dem Widerstand und hier auch zu dem Pad. Da bleibe ich aber auf dem Layer und schiebe das aber hier nochmal ein bisschen zurück.
Und erst mal treffen hier irgendwie. Ja, so, dass das so geteilt ist. Hier vielleicht auch. Sieht dann mal ganz vernünftig aus. Und hier haben wir auch noch so eine Route. Kann man ja auch nehmen. Ist auch relativ einfach. Jetzt könnte man hier lang gehen. So. Und jetzt sieht man, jetzt wird es ein bisschen enger hier alles, aber noch geht's. Und jetzt haben wir vielleicht hier ein Problem hier rüber. Man sieht, wenn ich jetzt hier rüber gehe, weiß nicht, ob man da durchkommt. Ist immer die Frage, ob man durch den Widerstand geht. Das sind 0805er von der Bauform. Und da könnte man höchstens Folgendes machen, dass man das alles nochmal ein bisschen entzerrt. Das heißt, hier die Transistoren nochmal nach rechts schiebt und alles so ein bisschen auseinander nimmt, dann kann man hier eventuell besser durch. Ich habe jetzt hier mal die Bauteile etwas verschoben, hier die Transistoren und auch hier auf der linken Seite mit der Diode, dass es etwas entzerrt wird, und ich hoffe jetzt, dass es etwas übersichtlicher dann wird, wenn ich jetzt hier anfange zu routen. Und man sieht, es sind wirklich nach wie vor sehr kurze Verbindungen hier zwischen den Bauteilen. Es geht relativ schnell. Ich will das erstmal so probieren ansatzweise, um zu gucken, wie das dann ist. Ich habe auch hier die Bauteile hier nach unten verschoben, sodass also hier diese Leiterbahn hier auf dem Top-Layer runtergezogen werden kann. Und hier nehme ich das auch hier rüber. So, und kann dann hier von da aus da wieder ran. Hier war ja auch noch eine Verbindung. Hier auch. Und so ist das alles schon ein bisschen übersichtlicher, denke ich. Man sieht jetzt eben auch, ich habe jetzt hier die Leiterbahn auf dem Top-Layer nicht bis zum Ende gezogen, sondern bin hier auf den Bottom-Layer gegangen, weil ich jetzt hier von der Seite hier mit dem Top-Layer rübergehen kann und dann hier eine Durchkontaktierung setzen kann da oben, damit es dann eben relativ geradlinig hier durchgeht. Das gleiche muss ich auch bei den beiden Leitungen machen, die hier noch weggehen. Da muss ich also erstmal auf den Top-Layer wechseln. Also hier Durchkontaktierung setzen, dann auf den Top-Layer gehen. Das funktioniert hier manchmal nicht, ich weiß nicht warum. Und dann kann man das hier geradlinig verbinden und bei der Verbindung natürlich genauso. Durchkontaktierung setzen. Ich gehe mal hier so ein bisschen runter, so. Dann kann man hier weitergehen. Ich lasse es erstmal hier liegen, so dass es jetzt hier erstmal soweit ja entflechtet ist. Es fehlt hier noch die minus UA und die beiden. Die gehen nachher auch dann darüber auf dem Top-Layer sicherlich. Also auch von hier aus dann kann man schon mal so vorlegen, in etwa wo das liegen soll. Und so kommt man dann Schritt für Schritt zu einem einigermaßen vernünftigen Ergebnis. Es ist aber nach wie vor, was man vielleicht sieht, auch noch nicht so schön, also zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber das kommt dann im nächsten Schritt nochmal. Wenn man sich das jetzt so anschaut, ich habe also hier die Leiterbahn erstmal so verlegt. Das sieht natürlich nicht schön aus, denn ich gehe mal hier rein in diesen Bereich. Ich wollte ja eigentlich, dass in vertikaler Richtung die Leiterbahn auf der Unterseite liegen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Das ist auch etwas störend. Allerdings möchte ich das schon so haben, dass das hier auf der Unterseite liegt. Dazu müsste ich alle vier Leiterbahnen, die jetzt hier quer sind, auf der Oberseite haben. Ich kann es so machen, dass ich die Durchkontaktierung jetzt hier in dem Fall mal hier rüberschiebe. Man sieht, er geht natürlich da mit. Ich werde daher erstmal das hier kurz löschen. Also ich kann jetzt hier mit der Durchkontaktierung mal hier rüber gehen. Ich kann das mit dieser Durchkontaktierung auch machen. Mit der hier unten auch. So. Und jetzt könnte ich hier auf der Unterseite lang gehen, habe aber hier das Problem, das ist im Weg. Also wie kann man das jetzt lösen? Ich kann natürlich jetzt hier zwei Durchkontaktierungen setzen, die Leiterbahn nach oben legen, dann könnte ich hier unten durch. Das ist aber nicht so schön. Man kann jetzt Folgendes machen. In diesem Zustand, man bewegt einfach mal hier einen Bauteil, nämlich diesen Widerstand, und guckt, wo der angeschlossen ist. Man sieht, oder vielleicht erstmal, man sieht, der endet hier. Also ich kann im Prinzip den hier auf die andere Seite legen.
Man kann auch gleichzeitig nochmal gucken, wo der überhaupt angeschlossen ist. Das ist hier ganz gut sichtbar. Durch diese Gummibänder sieht man das, wo der hingeht. Also ich kann ihn hier ganz locker hier platzieren. So. Und dann ist diese Leiterbahn hier auch nicht mehr im Weg. Also die kann ich jetzt hier wegnehmen. Man sieht, diese Verbindung ist sehr kurz. Ein bisschen nach unten schieben oder so, je nachdem. Vielleicht so. Dann habe ich jetzt also hier freie Bahn. Ich werde das hier auch nochmal wegnehmen. Das auch. Durch Kontaktierung weg. Dann route ich hier mal auf der Unterseite. So, hier an das Pad ran. Das Rote kann weg. Und jetzt habe ich auch wieder das so im Prinzip, dass nach oben hin vertikal bin ich auf dem unteren Layer, horizontal auf dem oberen Layer. Und man sieht jetzt auch hier schon dieser rote Knick hier nach oben muss gar nicht sein, denn ich habe ja hier völlig freies Feld. Das heißt, hier gehe ich auch mit D mal rein und setze es hier so nach unten. Jetzt hat man natürlich immer noch das Problem, dass der Widerstand da oben angeschlossen werden will, aber das erledigt sich insofern das Problem, dass man hier einfach rüber routet und dann meinetwegen hier nochmal eine Durchkontaktierung setzt. Das ist dann in dem Fall besser, als wenn man jetzt hier einen riesen Umweg noch geht und die anderen Routen sind ja eigentlich machbar. Hier ist übrigens noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Man sieht ja jetzt hier, die beiden Grauen sind miteinander verbunden, obwohl ja eigentlich eine Grauenfläche erzeugt wurde. Und die Frage ist, da ist auch nochmal eine Verbindung zu dem Ground. Das bedeutet, dass die Grauenflächen, die jetzt hier erzeugt wurden, nicht miteinander verbunden sind. Sie können aus welchen Gründen auch immer, dass dann ein Bauteil im Weg ist oder so, oder eine Durchkontaktierung eben sich nicht verbinden. Und da muss man immer drauf achten. Und da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten, die ich auch gleich nochmal erläutere. Was ich als erstes machen werde hier, ist, um dieses Ground-Problem zu lösen. Ich werde hier diesen Widerstand drehen. Ich drehe den hier mal. Und zwar so lang. Denn die eine Seite geht ja hier an den anderen Widerstand. Kann ich hier auch gleich routen. Hier an dieser Stelle. Und diese andere Seite hier an dem Widerstand, die geht an diese Leitung hier. Und da setze ich jetzt an dieser Stelle hier einfach eine Durchkontaktierung. So. Man sieht, er verbindet sich da auch gleich automatisch. Und wenn ich jetzt nochmal die Fläche berechnen lasse, dann sieht man jetzt die eine Ground-Verbindung, dieses Gummiband ist weg und damit ist diese Ground-Fläche auch mit der hier auf der anderen Seite verbunden. Also die Verbindung von Ground-Flächen, die jetzt noch offen sind, kann man dadurch lösen, dieses Problem, indem man hier wieder Bauteile verschiebt und sieht, dass eine Ground-Fläche sich dort ausbilden kann. Hier ist es so, hier sieht man es sehr schön. Diese Grauenfläche hier, die ist isoliert und deswegen versucht sie sich hier drüber zu verbinden. Da gibt es vielleicht hier die Möglichkeit, diese Leiterbahn zu verschieben und diese, das werde ich mal gleich probieren. Vielleicht funktioniert es ja. Ich verschiebe die also hier ein bisschen nach unten. Wobei das wahrscheinlich, so wie ich das jetzt sehe, vielleicht nicht ganz klappen würde. Ich muss mal schauen. Ich bewege dazu auch nochmal hier das Bauteil hier ein bisschen rüber. Und mach nochmal B. Man sieht, sie will hier durch die Grauenfläche. Das funktioniert vielleicht jetzt in dem Fall nicht. Ich gehe nochmal zurück, ändere das also zurück. Was man jetzt auch machen kann, ist, weil ja die Grauenfläche auch auf der Unterseite, also auf der Oberseite liegt, dass man einfach hier eine Durchkontaktierung schafft. Ich setze sie einfach mal hier und man sieht, dass die Verbindung ist jetzt hier weg. Man muss bei solchen Sachen natürlich aufpassen, dass so eine Durchkontaktierung da natürlich liegt, wo auch auf der anderen Seite Ground ist und nicht eine Leiterbahn. Also hier ging das zum Beispiel nicht, sondern ich muss eben hier runter. So kann ich auch noch machen. Ich kann das also so ein bisschen, sag ich mal, zunageln hier mit Durchkontaktierung. Das ist ganz okay. Aber so sind die jetzt erstmal da miteinander verbunden, die grauen Flächen. Was die Leiterbahnführung jetzt betrifft, ist natürlich nicht optimal und auch noch nicht so, wie ich es mir denke. Also da sind noch weitere Feinheiten jetzt notwendig. Um jetzt die Feinheiten noch rauszuarbeiten, mache ich Folgendes. Ich habe jetzt erstmal die Grauenflächen wieder ausgeschaltet, dass man die nicht sieht. Und ich schalte jetzt einfach mal hier eine Lage ein, den Top-Layer. Und jetzt kann man hier so ein bisschen vielleicht noch schieben.
in einer bestimmten Richtung, je nachdem, ist hier vielleicht zu dicht dran am Pad. Also so kann man denn sehen, was da eventuell nicht so schön verlegt wurde. Jetzt geht es hier nicht. So, jetzt. Ja, also da kann man ein bisschen schieben. Hier sieht man es nicht gut. Da ist eine Unterbrechung hier. Das kann man durchaus mal korrigieren, solche Sachen gleich. Also da diese Feinheiten kann man dann machen. Und das Gleiche macht man dann, indem man hier die untere Seite einschaltet und schaut, ob das hier alles soweit okay ist. Hier, das ist vielleicht gar nicht notwendig, dass es so dicht ist. Da kann man durchaus hier auf der anderen Seite noch lang gehen. Also solche Feinheiten, da sollte man einfach nochmal schauen, ob man da ja eine etwas kürzere Verbindung noch schaffen kann. Ich habe jetzt hier in diesem Bereich nochmal ein bisschen umgelegt, die Leiterbahn. Allerdings sehe ich jetzt, das kann man noch ein bisschen anders machen. Das werde ich auch tun, damit sich diese Graunfläche hier komplett durchsetzen kann, hier zwischen den Durchkontaktierungen und dieser Leiterbahn. Ich werde die einfach hier verschieben. Und zwar hier auf diese Seite und die anderen genauso. Dann sieht man, das sieht dann in etwa so aus. Hier auch nochmal, die hier rüber. Und dann sieht man, jetzt kann sich hier diese Massefläche wirklich gut ausbilden. Eventuell werde ich die hier nochmal auf eine Höhe irgendwie bringen oder schräg, dass es ein bisschen ja ordentlich strukturiert aussieht. Und ja, darauf kann man durchaus mal immer wieder mal gucken. Auch das könnte man hier nochmal ändern, dass man hier die Leiterbahn, die auf der Unterseite liegt, nochmal ein bisschen verschiebt. Und zwar insofern, dass sich die Massefläche hier an dem Pad nochmal ein bisschen besser ausbildet. Also man sieht ja, die ist jetzt breiter geworden. Vielleicht nochmal ein bisschen. Muss mal sehen, wie man da zum vernünftigen Ergebnis kommt. Vielleicht so. Könnte sogar noch ein Stück sein. Also so kann man denn eben sich da so rantasten, dass man. So, jetzt ist eigentlich hier auch zu an dem Pad. Ne, ist ganz wichtig, wenn es gelötet wird, dass es dann nicht gleich abfällt beim Löten. Auch sowas hier ist, finde ich mal sehr unschön, dass es hier noch so nicht reingeht. Also ich werde jetzt hier einfach mal den Widerstand verschieben. Dazu muss ich den erstmal auswählen und hier ein bisschen runterschieben. Und hier mit die Leiterbahn dann runterziehen. So, dann ist es alles ein bisschen, jetzt alles ein bisschen vernünftiger aus. Eine weitere Feinheit wäre hier oben, diese Verbindung, die geht ja auf der Unterseite entlang, genauso wie diese. Die sind aber so gestaltet, oder die könnte man so gestalten, dass sie auf der Oberseite lang laufen, so wie es ja hier auch schon eigentlich realisiert wird. Dazu schalte ich mal hier wieder die aus. Und gut, ich habe jetzt hier noch eine Leiterbahn, die muss noch zu Ende geführt werden. Ich könnte aber diese hier durchaus auf der Oberseite lang führen. Da ist noch genug Platz und die andere meiner Meinung nach auch. Ich werde es einfach mal probieren. Also Root auf der Oberseite. Das mache ich mal erstmal mit der Leiterbahn. Man sieht, es ist jetzt hier etwas eng, sage ich mal. Es stört aber nicht, denn ich werde jetzt hier mal die rüberziehen. Hier rüber, dann habe ich da auch ein bisschen Platz. Und die werde ich hier auch wegnehmen. So ein bisschen so. Und jetzt habe ich für die auf jeden Fall Platz. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal das hier rüber routen an die 12 Volt. Man sieht, er nimmt denn die auch weg, sodass ich jetzt hier wirklich horizontal die Leiterbahn auf dem Top Layer habe und mehr oder weniger vertikal auf dem Bottom Layer. So, bei der Leiterbahn ist hier wieder eine Durchkontaktierung notwendig, weil die da zu dem Widerstand geht. Jetzt muss ich allerdings hier erstmal den setzen. So ist auch nicht sehr schön. Also wenn wieder ran, ein bisschen verschieben nochmal, so dass es vernünftig wird. Den ziehe ich mal da so ran. So, und damit ist es schon mal dann damit auch getan. Jetzt ist mir noch eine Stelle ja aufgefallen. Das ist diese Stelle hier. Da zoome ich gleich nochmal rein. An dieser Stelle ist es so, dass ja hier diese Diode an 12 Volt eigentlich geht. Ich komme aber eigentlich hier so nicht durch, außer ich setze hier noch eine Durchkontaktierung und gehe auf den Top Layer.
Ich könnte aber auch Folgendes machen. Ich könnte die Diode einfach drehen, ein bisschen. Dazu müsste ich allerdings auch diese Bauteile hier nochmal verschieben, sodass diese 12 Volt, dieser Anschluss 12 Volt hier draußen landet. Also wenn ich die jetzt um 90 Grad drehe, dann landet die hier irgendwo außerhalb, diese 12 Volt Verbindung, und ich könnte die dann hier rüber routen. Und das will ich natürlich auch gleich mal probieren, ob das so funktioniert. So, ich habe jetzt hier die Diode gedreht, habe die Leiterbahn hier anders gelegt, alles hier ein bisschen runtergeschoben. Und damit ist die Sache auch, sage ich mal, etwas übersichtlicher. Da ja die Leiterbahn freigehalten wurde hier vom Lötstopplack, und sich aber hier diese Freihaltung nicht mit der Leiterbahn mitbewegt, muss man natürlich darauf achten, dass man das dann mit sozusagen mit einbindet. Ich werde aber Folgendes machen: Ich werde es löschen und neu kreieren. Das ist einfacher, als wenn man da das Polygon da hin und her schiebt. Also es muss jetzt die Lötstoppfreihaltung neu kreiert werden. So sieht es jetzt im 3D-Viewer aus. Und jetzt heißt es wiederum nochmal schauen, sind doch noch Sachen zu verbessern, was fällt doch noch auf. Also immer wieder rauf gucken, auch mal drüber schlafen. Das hatte ich ja im zweiten Teil auch schon erwähnt. Und dann wird man auch wirklich zu einem ganz guten Ergebnis kommen. So sieht jetzt das Leiterplattenlayout aus, und hier auch nochmal wieder drauf gucken, um zu schauen, ob es doch noch Verbesserungen gibt. Dazu empfiehlt es sich wirklich, wie auch im zweiten Video, nochmal hier die ganzen Netze sich anzuschauen. Also Groundnetz brauchen wir vielleicht im Moment nicht, aber die anderen Netze, dieses D1, D2, das ist glaube ich oben, das ist jetzt erstmal nicht interessant, aber hier die weiteren Netze, die dann folgen, um mal zu schauen, ob hier das, sag ich mal, vernünftig gelegt wurde und wie lang das ist. Das ist hier die 12 Volt Seite. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht noch mal was verbessern kann. Eventuell mal gucken. Hier sind die sehr kurzen Verbindungen. Dort auch. Auf der linken Seite. Ich gehe einfach mal durch. Das sind alles sehr kurze Verbindungen. Hier eigentlich auch. Und so hat man dann noch mal einen besseren Eindruck, wie geroutet wurde. Das ist natürlich eine lange Verbindung, die lässt sich nicht vermeiden. Hier auch, das ist die Ausgangsspannung, die wird nochmal abgegriffen hier von der LED. Und die haben wir nochmal 5 Volt von 5,1 Volt von der 10er Diode, von der Z-Diode. Hier auch eine relativ kurze Verbindung mit einem Wechsel von oben nach unten. Hier eine etwas längere Verbindung, also es sieht eigentlich schon mal so ganz gut aus. Das sollte man auf jeden Fall nochmal dann checken. Dann kann man schon mal ein DRC laufen lassen. Das heißt, gucken, ob da irgendwelche Abstände problematisch sind. In dem Fall hier nicht. So weder unverbundene Teile noch irgendwelche Probleme. Das ist also soweit erstmal okay. Und die 3D-Ansicht, wie gesagt, die verrät auch nochmal ein bisschen mehr vielleicht. Da sieht man das nochmal so im Überblick. Finde ich immer wirklich sehr schön, dass man schon sieht, wie die Teile da so liegen. Wenn man jetzt mit seinem Layout einigermaßen so zufrieden ist, dann kommen noch so ein paar Kleinigkeiten. Man sieht es hier vielleicht schon. Ich habe hier nochmal auf der Oberseite so Bestückungsdruck Text draufgesetzt. Also Spannungsstrom und für die Leuchtdioden so ein paar Angaben hier oben am Eingang nochmal AC. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich gehe hier nochmal kurz in die Ansicht, wo man hier die Rückseite sieht. Und zwar, wenn man jetzt hier reingeht, genau mal hoch, so habe ich auch hier mal den Bestückungsdruck sortiert, sage ich mal. Und da ist es ganz wichtig, dass der Bestückungsdruck weder auf dem Pad liegen darf, noch auf einer Durchkontaktierung. Da sollte man also darauf achten, weil man den sonst nicht lesen kann. Der würde also da reingehen, und das wäre mal so ein Tipp. Also auch bei den Leiterbahnen, die hier vom Lötstopplack freigelegt werden, da darf natürlich auch kein Bestückungsdruck drauf sein, der würde verschwinden. Also da immer darauf achten, dass der Bestückungsdruck überall sozusagen nur auf der Lötstoppmaske drauf ist und nicht auf dem Pad oder auf einer Durchkontaktierung.
Ich habe hier zum Schluss am Layout noch sehr kleine Änderungen gemacht. Ich habe also hier die Leiterbandbreite etwas dicker gemacht. Das ist, ja, sage ich mal, vielleicht nicht notwendig, aber das war mir zu dünn hier auf der Oberseite genauso. Also hier diese Leiterbahn zwischen den Transistoren. Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Wenn man sich jetzt das Layout nochmal so anschaut und dann nochmal die Kupferflächen wegnimmt, dann macht das schon ganz guten Eindruck. Jetzt kann man auch, wie auch schon im zweiten Video mal gezeigt, einfach mal den Layer hier ausschalten. Man sieht, hier ist alles horizontal auf dem Top-Layer und auf dem unteren Layer mehr vertikal. Das ist also schon mal ganz gut soweit aufgeteilt. Wenn man sich das Layout jetzt nochmal etwas genauer anschaut, dann wird man noch zwei Dinge vielleicht sehen oder feststellen. Einmal hier unten um diese Bohrung von diesem Leuchtdioden herum ist die Graunfläche nicht geschlossen. Da würde ich immer darauf achten, dass es möglichst der Fall ist. Wie kriegt man das hier hin? Na, man kann einfach hier die Seite hier verschieben, einfach hier rüber und neu berechnen lassen. Dann ist es geschlossen. Und die zweite Sache, die für mich immer ja ausschlaggebend ist, da nochmal genauer reinzugucken, ist hier diese Ground-Bereiche, die hier in der Luft dann liegen bleiben, also die nirgendwo angeschlossen sind, die enden da einfach. Da würde ich das immer empfehlen, eine Sperrfläche zu machen, und zwar hier vorne. Also ich kreiere mal hier eine Sperrfläche, und zwar auf der oberen Lage, und zwar Keep Out Copper Pours, also die Fläche. Tracks und Wires lasse ich jetzt auch mal weg. Das sind da sowieso keine. Also ich mache die hier mal so rein und lasse nochmal neu berechnen. Dann sieht man, er nimmt das hier weg. Und das gleiche würde ich hier unten auch machen. Also hier nochmal Sperrfläche rein. Genau das gleiche. Und dann sind diese Flächen sozusagen weg. Denn so eine lange unangeschlossene, also nicht angeschlossene Graunfläche ist praktisch wie eine Antenne, und das sollte man eigentlich vermeiden. Es spielt jetzt auch keine Rolle, dass jetzt hier eine Lücke ist ohne Kupfer. Und was man jetzt noch machen könnte, ist, man könnte noch mal gucken, wie sieht es denn aus im Vergleich zur unteren Graunfläche. Da könnte man jetzt, weil das hier auch mehr oder weniger in der Luft hängt, hier auch noch mal Durchkontaktierung einfach setzen. Das hatte ich ja vorhin schon getan. Allerdings muss man darauf achten, dass es natürlich darunter auch Ground ist. Also hier einmal. Das kann man natürlich jetzt mal vergleichen. Also der Ground-Anschluss ist hier ganz okay. Hier nicht. Hier kann ich nicht reingehen, weil hier Bauteile liegen. Jetzt könnte man natürlich die Sperrfläche nochmal größer machen. Vielleicht, das mache ich aber hier nicht. Es geht wirklich nur um diese dünnen Verbindungen, die da irgendwo liegen. Also hier auf der rechten Seite sehe ich gerade, ist auch noch so eine dünne Verbindung. Hier, die würde ich auch wegnehmen mit Hilfe einer Sperrfläche, und da könnte man das hier dann das so machen, einfach hier abschneiden, nochmal neu berechnen lassen, und dann ist das auch weg. Könnte jetzt hier auch noch eine Durchkontaktierung setzen. Und hier ist auch so eine Ecke, die könnte man vielleicht auch rausnehmen. Also da sollte man immer mal darauf achten, dass nicht solche ganz dünnen Ground-Anbindungen irgendwo in der Luft hängen bleiben. Das gleiche, da gucke ich nochmal auf der anderen Seite nach, ob da irgend sowas zu finden ist. Aber ich sehe hier im Moment nichts. Also hier könnte man dieses vielleicht noch wegnehmen. Das ist jetzt aber nicht weiter kritisch. Also hier, dass es hier irgendwie gerade weggeht. Und wichtig ist, wie gesagt, dass die grauen Flächen auch geschlossen sind. Das ist wirklich wichtig, und dass am Pad möglichst die einmal dann auch umschlossen wird. So bin ich erstmal mit dem Layout einigermaßen zufrieden. Jetzt können im Prinzip, nachdem ich vielleicht nochmal den Design-Rule-Check durchlaufen lasse, die Gerber- und Bohrdaten erzeugt werden. Und also auch kein Fehler hier. Und im Anschluss daran will ich mal darauf eingehen, wie es aussieht jetzt mit der automatischen Bestückung der SMD-Bauteile.
Ich habe jetzt hier die Gerber-Daten wieder erzeugt, wie im zweiten Teil schon besprochen, und habe sie hier bei JLC PCB hochgeladen. Und wenn man jetzt hier runter geht, dann kann man sagen, okay, man möchte die SMB-Bauteile bestückt haben. Schiebt also hier den Regler nach rechts und dann sagt man noch, auf welcher Seite soll es bestückt werden. In dem Fall ist es ja auf der Unterseite, also auf der Bottom-Seite. Dann gibt es hier noch einen Punkt mit diesen Tooling-Holes. Das kann man selber nochmal machen, wenn man das möchte. Also es wären nochmal Löcher gebohrt, drei Stück. In dem Fall sage ich einfach, es soll JLC PCB machen. Dann gehe ich einfach nur auf Confirm. Und jetzt muss man zwei Dateien hochladen und da wird es sehr aufwendig, denn zum einen braucht natürlich der Bestücker braucht natürlich die Bill of Material, also welche Teile es dort überhaupt gibt in SMD, und er braucht natürlich die Angabe, wo liegen diese Teile auf der Leiterplatte, und beide Dateien muss man sehr, sehr sorgfältig vorbereiten. Es gibt hier unten dann nochmal zwei Beispiele, Sample BOM und Sample CPL. Da will ich gleich nochmal diese Dateien aufrufen und starten, wie ich sie jetzt hier für dieses kleine Projekt angepasst habe. Man sieht jetzt hier im oberen Bereich meine beiden Dateien, einmal die Bill of Material, also die BOM, und diese Komponentenliste. Und hier unten sind die Beispieldateien von JLC PCB. Und ganz wichtig ist, dass man genau in dieser Form diese Dateien hier erstellen muss. Also in der ersten Zeile steht Comment Designator Footprint und die JLC PCB Part Nummer. Bei der BOM, also bei der Bill of Material, auf der anderen Seite bei dieser Designator mit X, mit Y, Layer und Rotation. Genauso muss das dann auch in der Datei erscheinen, damit nachher die Bestückung funktionieren kann. Es ist eigentlich eine sehr aufwendige Sache und die erste Frage stellt sich, wie komme ich eigentlich überhaupt an diese Informationen heran? Wie komme ich zu dieser Form? Ist ganz klar, ich muss zum einen eine Bill of Material erstellen und auch eine Datei, und zwar hier in dem Fall in KiCad ist es ja dann, wenn man jetzt hier mal rausgeht und dann in File X Fabrication Output so. Da ist einmal hier die BOM, die BOM-Datei und auch die Footprint Position-Datei, die man erzeugen muss. Und beide Dateien muss man dann anpassen. Beim Erzeugen der Footprint Position-Datei wird man hier gefragt, ob man separate Dateien erzeugen soll für die Vorder- und Rückseite. Ich habe das hier mal gemacht, ganz einfach, weil ich natürlich nur eine Seite bestücke. Wenn man jetzt beide Seiten möchte, könnte man sicherlich auch eine einzelne Datei nehmen. Habe ich jetzt aber hier nicht gemacht. Also hier separat anklicken. Ich mache hier mal Close, weil ich habe das gemacht und zeige jetzt mal die vier Dateien insgesamt, so wie sie jetzt aussehen. Es werden in beiden Fällen bei der Bill of Material und auch bei dieser Komponentendatei, also der Datei, wo die Bauteile genau liegen, CSV-Dateien erzeugt, die man dann in Excel, also mit Excel aufrufen muss, beziehungsweise hier mit LibreOffice, und dann erhält man hier unten diese Form und man sieht, es ist doch ein kleiner Unterschied. Also man muss hier die erste Spalte wegnehmen, man muss die Überschriften ändern, dann kommt noch eine weitere Spalte hier hinzu, diese JLC PCB Partnummer auf dieser Seite, und auf der anderen Seite ist es noch ein bisschen aufwendiger, weil da wollen die haben praktisch hier die Angaben in Millimeter direkt, vier Stellen hinter dem Komma. Wenn man das jetzt hier mal vergleicht, hat man hier praktisch sechs Stellen hinter Komma ohne die Millimeterangabe, und das ist so ein bisschen aufwendig. Auch wollen die natürlich wissen, auf welcher Seite das Ganze liegt. Das steht ja hier auf der rechten Seite bei der Ausgabe. Und um wie viel Grad es rotiert wird, das steht hier auch leider auch mit sechs Stellen hinterm Komma. Das ist leider nicht schön, sage ich mal. Weil JLC PCB in dem Fall möchte das einfach nur so haben, wie es hier steht. Also das muss man anpassen. Und wie gesagt, das ist schon dann auch eine Menge Arbeit, auch für so eine kleine Leiterplatte. Da kann man durchaus mal 2 Stunden investieren, um das so hinzubekommen. Eine weitere wichtige Frage ist natürlich hier, wie bekomme ich eigentlich hier oder wie komme ich hier auf diese Nummern? Und da gehe ich mal gleich weiter auf der Internetseite. Ich werde also diese Dateien hier hochladen. Und dann sieht man auch, woher diese Nummern kommen, denn die muss man dort auch auswählen.
Ich habe jetzt hier die beiden Dateien hochgeladen und man sieht hier, dass er 19 Parts entdeckt hat, also 19 Bauteile. 16 davon sind confirmed, das heißt 16 kann er bestücken, 3 sind nicht selektiert. Und hier sind also die Bauteile jetzt zu sehen mit den Footprints. Und hier ist jetzt praktisch das Teil, was ich selbst ausgesucht habe. Und das ist dann der nächste Schritt. Wenn jetzt hier zum Beispiel keine Angabe in den Dateien ist, dann fragt er natürlich, welches Bauteil ich dort verwenden will. Und ich muss es dann separat auswählen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf diesen 100 Kilo Ohmwiderstand klicke, dann sieht man, welchen ich jetzt ausgewählt habe. Wenn ich sehe, dass das Bauteil doch nicht passt oder nicht dem entspricht, was ich gerne hätte, muss ich also hier in Search Part gehen und dann entsprechend vorgeschlagene Bauteile nehmen. Und jetzt gibt es zwei Typen von Bauteilen, nämlich Basic Parts und Extended. Da ist es wichtig, dass man eigentlich erstmal versucht, alles mit Basic Parts abzudecken, denn bei JLC PCB ist es so, dass die maximal, ich glaube, 10 oder 5 Extended Parts zulassen. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie die sozusagen nicht vor Ort haben, sondern dann extra, sag ich mal, die Rollen besorgen müssen zum Bestücken. Also immer Basic Parts auswählen. Und es gibt auch Bauteile, die sie eben nicht haben. Und da möchte ich hier mal kurz zeigen, nämlich hier diese Osram-LED, die haben sie nicht da. Die gibt es auch nicht. Man kann suchen. Ich habe aber nichts gefunden in der Richtung. Das waren ja die Leuchtdioden, die durch die Leiterplatte scheinen. Das ist so, also sie haben auch kein vergleichbares Bauteil da gefunden. Also so muss man sehr gewissenhaft hier durchgehen, welche Bauteile man dort bestückt haben möchte. Man geht dann hier auf Next und jetzt kommt ein weiterer äußerst wichtiger Punkt. Jetzt werden hier die Bauteile angezeigt, wie sie bestückt würden, wenn die Angaben jetzt so blieben. Da will ich mal kurz hier reingehen. Man sieht jetzt hier zum Beispiel die Dioden. Da muss man jetzt darauf achten, sind die in der richtigen Richtung, ne? Das ist ganz wichtig. Bei den Widerständen ist es natürlich egal, bei den Kondensatoren auch. Er hat hier auch rot markiert, im Prinzip, was nicht bestückt wird. Und jetzt sieht man hier, also der Q2 wird auch nicht bestückt. Das sind ja die JFETs. Da bestücke ich jetzt, lasse ich nur einen bestücken, theoretisch. Und hier sieht man jetzt bei dem IC, das ist falsch herum, ne? Also der müsste jetzt um 90 Grad gedreht werden oder um 270, weiß ich jetzt nicht genau. Dann würde er richtig bestückt. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurückgehen in meine Komponentenliste und diese anpassen. Ich habe jetzt hier für U1 die Position oder die Rotation geändert und zwar auf 90 Grad. Das war vorher auf 180, also einmal zurück 90 Grad und jetzt passt es auch. Und wenn man jetzt hier reinschaut, muss man eben noch mal gucken, ob irgendwas falsch ist. Gerade bei solchen Bauteilen, wo die Polarität wichtig ist, ist natürlich sehr wichtig, dass es dann stimmt. Auch übrigens bei den kleinen Transistoren im SOT23-Gehäuse. Manchmal sind die doch im CAD-Programm anders definiert. Also da muss man auf jeden Fall drauf achten. Am besten macht sich meiner Meinung nach da der Vergleich mit dem 3D-Viewer, um zu sehen, ob die Bauteile hier alle richtig rum sind. Wie gesagt, speziell die Dioden, das IC, die anderen Bauteile stimmen ja soweit. Zum Schluss nochmal so ein paar Hinweise, worauf es beim SMD-PCB-Layout ankommt. Also es gelten natürlich die gleichen Regeln wie beim Layouten mit bedrahteten Bauteilen, ganz klar. Flexibel sein und so weiter, hatte ich ja in dem zweiten Video alles erläutert. Und zusätzlich vielleicht noch ein paar Hinweise dazu. Die SMD-Bauteile nicht zu dicht aneinander setzen. Das hat den Grund, dass es eventuell Probleme beim Bestücken gibt oder auch beim Testen der Leiterplatte. Da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Auch sollten die Durchkontaktierungen nicht zu dicht an den Bauteilen sitzen. Dann sollte man generell sparsam mit Durchkontaktierungen umgehen. Dann niemals, das hatte ich ja gerade schon gesagt, Durchkontaktierungen in ein SMD-Pad setzen. Das führt dazu, dass die beim Löten die SMD-Bauteile eventuell nach oben kippen. Das ist dann dieser sogenannte Grabsteineffekt. Dann sollte man bei den Masseflächen, Sperrflächen eventuell
hinzufügen, um diese Antennenbildung zu vermeiden. Dann zum Bestückungsdruck, der sollte nicht in Bohrungspads oder Durchkontaktierungen sitzen, sonst erscheint er nicht und ist nicht lesbar. Bei der reinen SMD-Bestückung alle SMDs auf eine Seite platzieren, das ist ganz wichtig. Würde man die SMDs auf beiden Seiten platzieren, ist es ein erheblicher Kostenfaktor, denn die Bestückung und auch der Lötprozess ist praktisch doppelt vorhanden und damit sind die Kosten schon enorm. Und bei einer Mischbestückung müssen die SMDs oder können die SMDs entweder auf der gleichen Seite oder der anderen Seite der bedrahteten Bauteile liegen. Da ist dann eventuell der Lötvorgang entscheidend und da muss man dann im Prinzip den Bestücker fragen, wie er das gerne hätte und sich dann eventuell danach richten. Also man muss schon im Vorfeld das irgendwie versuchen zu klären. Und hier auch nochmal natürlich ganz klar, nur durch ein gutes und durchdachtes PCB-Layout wird es zu einem guten Ergebnis bei der fertigen Leiterplatte kommen. Was die Datenaufbereitung zur SMD-Bestückung angeht, da sollte man sich auch an die Regeln und Richtlinien zur Aufbereitung der Gerber-Daten halten im Prinzip und auch bewusst sein, was da wichtig ist. Und zusätzlich muss natürlich eine Stückliste und die Bestückungsdaten, die müssen sorgfältig erarbeitet werden und dürfen auch keine Fehler haben. Je nachdem, wie der Bestücker das gerne hätte, müssen diese Daten aufbereitet werden. Ich hatte es jetzt hier am Beispiel von JLC PCB gezeigt. Andere Bestücker und Leiterplattenhersteller möchten die Daten vielleicht in anderer Form haben, wie auch immer. Die Bauteile müssen auch genauestens ausgewählt werden. Bei den Bauteilen ist es so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man besorgt die Bauteile selber, meinetwegen auf dem Tray oder einer Rolle, oder der Bestücker liefert die selber. Und dann ist es sehr wichtig, dass man die Herstellernummer des Bauteils angibt. Also nicht die Nummer, die Bestellnummer des Lieferanten, sondern die Herstellernummer, das ist teilweise wirklich obligatorisch, weil sonst andere Bauteile verwendet werden, die nicht vielleicht getestet wurden oder so. Die Position der einzelnen Bauteile muss natürlich dann überprüft werden und angepasst werden. Ich hatte es ja gezeigt mit dem IC, dass es verdreht war, also dass die Position nicht stimmt. Also der Winkel sozusagen liegt daran, dass die Bauteile ja im CAD-System etwas anders definiert wurden als zum Beispiel jetzt bei dem Bestücker. Da muss man eben das eben anpassen. Wenn das Bauteil in einer gewünschten Form nicht vorhanden ist, also wenn es nicht lieferbar ist, muss dann eventuell wiederum das Layout geändert werden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Diode in einer bestimmten Bauform nicht bekomme oder sie abgekündigt wurde und ich muss ein anderes nehmen, dann muss ich das Layout wieder ändern, die Gerber-Daten ändern, die Bohrdaten müssen geändert werden, die Stückliste und die Bestückungsliste müssen angepasst werden. Also das ist ein Prozess, wenn da irgendwas nicht stimmen sollte. Und nur wenn die Datenaufbereitung richtig und ohne Fehler erfolgt, kann die Leiterplatte bestückt werden. Ja, und das war nun der vierte Teil zum Thema vom Stromerplan zum PCB-Design. Im nächsten Teil geht es um die Erstellung eines vierlagigen Layouts und auch um andere Dinge, wie zum Beispiel hier bei den Pads, die Bohrung, die Größe, das Verhältnis Pad zu Bohrung, Leiterbahnbreiten und so weiter, Abstände. Darüber möchte ich dann im fünften Teil nochmal sprechen. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und tschüss.